Dann gucken wir gleich, was da ist. Das hier ist tatsächlich eine Waschmaschine. Und oha, was ist denn? Was ist denn das? Nicht Gutes. Trotzdem wird man das ja nicht so lassen. Ich bin heute in einer Klinik unterwegs und ihr seht schon, es läuft das Licht. Es ist zu wild. Es gibt einiges zu sehen. Dieses Video ist wahrscheinlich sehr viel länger als meine anderen Videos. Und das aus gutem Grund. Viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Geht's in den. Ja, hier ist der Eingangsbereich. Hier waren wir auch eben schon mal. Und hier geht's nach oben. Oha, und das sieht richtig schön aus mit den Lampen. Hier ein bisschen was kaputt. Und oh, cool. Ja, das sieht mir aus wie der Bereich für den Arzt, also für den Chefarzt vielleicht. Weinflaschen jede Menge, aber alle leer. Medikamente, Vitamine, alles Mögliche hier drin. Hiervon habe ich auch schon Bilder gesehen, da stand hier aber noch sehr viel mehr. Also die Sachen sind schon entweder geplündert worden oder was auch immer. Na, hier draußen sieht man, dass es halt lost ist. Ne? Das ist wirklich, sieht schon sehr heruntergekommen aus. Hier ist der nächste Raum. Und oha. Ach, das ist vom Empfangsbereich von hier. Da hat man hier die ganzen Zimmerschlüssel. Die hängen hier noch alle dran. Das Piepen, was ihr immer hört, das ist von den Feuermeldern, glaube ich. Hier konnte man Radio laufen lassen, wahrscheinlich auf den verschiedenen Stationen. So ganz alte Radios, organisatorische Sachen, die mit dem Empfang zusammenhängen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir hier weiterkommen. So. Ach du lieber Himmel. Ja, das ist ja irre. Das ist hier so ein Bereich für die Gäste, wie so eine, ja, wie so eine Kneipe, ne? Kneipe, Speiseräume in die Richtung, okay. Und hier stehen noch kleine Fantas. Kleine Fanta, ein bisschen ausgeblichen sind die. Und hier sind Rechnungen. Hier draußen hängt ein Schild, betreten verboten. Ja, aber daran halten wir uns heute nicht. Und hier geht's rein in die Speiseräume, aber die Tür geht nicht auf. Ja, das ist also der Speiseraum. Ja, und hier ist ja alles noch top, ne? Alles noch top. Und schön, ne? Es ist eine Reha-Klinik gewesen. Und oha, was ist denn? Was ist denn das? Massage, Einzelgymnastik. Das sieht mir aus wie so ein Sexsklavenraum. Als wenn man hier Leute aufgehangen hat. Ja, ganz wild. Also, es könnte auch in einem Bordell sein, dieser Raum. Ne? Das ist aber gemacht, wenn du bei der Physio, wenn du Physio hast, ja, und zum Beispiel ein Rückenproblem hast, zum Beispiel unten mit der Bandscheibe, dann werden die Leute teilweise an die Geräte, an die Kopfüber vorgehangen. Und dann hängt sich der Rücken wieder aus, weißt du? Okay. Dann werden die natürlich nicht komplett Kopf, also natürlich nicht komplett schräg, sondern also nicht komplett nach unten, sondern so in leichter Schräglage, dann werden die halt aufgehangen. Diese Teile werden die reingelegt, damit der Rücken sich halt entlastet, ne? Wenn die zum Beispiel hinten mit der Bandscheibe oder so haben, ist dann besser für die Rückenwirbel hinten. Ja, das sieht schon ein bisschen wild das aus. Sieht also wie so ein Bondage-Aufhängding, ja, weißt du? Ja, aus dem Schlafzimmer aber. Ja. Nee, das war cool. Vor allem noch eine Erklärung von einem anderen Urbexer hier, dem wir unterwegs sind. Tier, Ricarda, Classic. Ja, hier konnte man Unterwäsche kaufen oder was, Bademoden, Tatsache. Auch sexy, sexy. Ich glaube, manchmal sage ich einfach nichts dazu, sondern lasst euch einfach die Eindrücke genießen. Oh, es hat wieder gepiept.
sind die Feuermelder, die hier natürlich schon lange nicht mehr funktionieren. Ja. Ja, das hier ist der Hauptaufenthaltsraum. Und ihr seht schon, diese Kronleuchter sind dafür, ja, die stechen ganz schön hier heraus. Ein bisschen schade ist, Separateck. Okay, hier ist eine separate Ecke. Ja, ein bisschen schade ist es natürlich, das waren mal Kerzen, da waren auch Kerzenlampen wahrscheinlich drin. Genau wie da hinten, genau. Aber jetzt hat man da halt Sparlampen reingetan. Und die sehen natürlich ganz anders aus. Ja. Die könnt ihr mal da. Und bei dem großen Kronleuchter, da ist es halt noch, sind es alles noch diese Zapfen. Und das sieht schon ganz anders aus. Ja. Und irgendwas piepst hier die ganze Zeit. Also ein Feuermelder ist hier irgendwo versteckt. Ach, da unten liegt er. Guckt mal, da unten liegt er. Das ist der böse Feuermelder, der die ganze Zeit hier piepst. Und hier kann man eine Runde Mühle spielen. Ja, das ist schon beeindruckend, beeindruckend alles, ne? Da hat er wieder gepiept. Und auch hier Bücher. Aber irgendwas Interessantes dabei. Was haben wir denn hier? Naja. Oh, die stellen wir hier zurück, weil hier ist wirklich alles. Also hier ist eigentlich wichtig, dass alles so belassen bleibt. Ja. Dann hier der Empfangsbereich. Und hier ist auch zum Verkaufen Salben und sowas. Also. Ist auch abgeschlossen. Ja, ist abgeschlossen. Aloe Vera. Ja. Hier ist ein Zimmerschlüssel. Ich würde sagen, wir haben auch jetzt hier diese ganzen Bereiche schon gesehen. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu den Bewohnerräumen. Ich glaube, da sind wir auch schon direkt richtig. Also wo die Leute quasi gewohnt haben, wenn die hier zur Behandlung waren. Die Räume sollen wohl alle gleich aussehen, aber rustikal, aber trotzdem schön. Also ich finde sie trotzdem ganz schön, muss ich sagen. Aber ist halt ein Raum wie der andere. Gibt natürlich noch zwei Bettzimmer und so. Hier ist wohl, ist hier eine Scheibe eingeschlagen worden. Tatsache. Tatsache, ist aber schon wieder repariert. Da wurde eine Scheibe eingeschlagen. Und wenn man hier reinkommt, das ist natürlich ja nicht so toll dann. Oh, was ist hier? Hier stehen ein paar. Ja! Das ist alles Post. Ich glaube, das ist alles Post, ne? Nee. Auf jeden Fall viel Zeug. Und hier auch. Da stehen sogar Schuhe. Hier stehen sogar Schuhe. Hat hier einer gepennt? Socken. Da sind Schuhe. Haarfärbemittel. Das sieht mir aus wie ein Schwimmbad. Da. Das ist ein Schwimmbad. Das ist ein Schwimmbad. Ja, ich mache jetzt hier die Tür nicht auf. Ich weiß nicht, was alles mit Alarmanlage gesichert ist. Und bevor ich hier die Alarmanlage auslöse, lasse ich das mal lieber. Ja, kann ja echt sein, dass hier vielleicht sich einer einquartiert hat mal, ne? Also es geht auf jeden Fall schlechter, ne? Also es ist eigentlich ganz, ganz fresh hier, ne? Kann man sagen. So. Auch hier ist alles sehr, sehr toll gemacht, ne? Also muss man sagen, hier mit diesen drehenden, ey,
Das geht ja bis oben hin. Hier sind die einzelnen Etagen. Und ja, sind halt alles Patientenzimmer. Also wie in einem Krankenhaus, nur halt in schön. Ne? Also kommt jetzt hier nicht mit so Krankenbetten und so, sondern halt in schön. Und das sind auch alles Einzelzimmer, so wie ich das sehe. Ja, alles einzelne Zimmer. So, jetzt sind wir hier mal in einem Doppelzimmer. Und ich finde, die können was. Also die können was. Sehr schön. Ne? Also, wenn man zu Rea mit seiner Frau ist. Ja. Ist auf jeden Fall, denke ich, ganz angenehm. Wie so ein kleiner Urlaub. So. Also wir sind jetzt gerade in einem Bereich, wo auch sehr, sehr viel Schimmel ist. Also nicht alles ist in so einem guten Zustand wie den Rest, den ihr jetzt gesehen habt. Deswegen halte ich mir auch gerade das T-Shirt vor den Mund. Das ist schon sehr krass. Ich zeige euch nachher einen Raum. Also so viel Schwarzschimmel habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber guckt euch das mal an. Das ist schon ein ganz wilder Raum. Also sieht irre aus. Und hier ist wirklich alles vom Schimmel zerfressen. Hier sind noch Ampullen. Guckt mal. Was ist das? Ich kann das nicht lesen. NACI. Boah. Ganz widerlich. Guckt euch das mal an. Habt ihr schon mal so was gesehen? Boah. Der Raum ist geil. Das ist wirklich. Gerade für Fotografen verstehe ich ihn, aber. Ey, der steht da und macht Fotos, ey. Wir hauen mal ganz schnell hier ab. Ja. Ist ja so ein anderes wildes Ding. Gucken wir mal, wo das Schwimmbad ist. Da waren wir nämlich auch noch nicht drin. Boah. So, wir sind jetzt noch im Badbereich und aus irgendeinem Grund ist der ganze Boden voller Sand. Und ja, da hängt das Handtuch. Sieht aus, als würde man hier noch schwimmen gehen wollen. Hier oben ist tatsächlich eine Kamera, wenn ihr die seht. Ne, das ist auch eine aktive. Also so reinkommen geht nicht wirklich. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen. Ist eigentlich bestimmt ganz bequem gewesen, schön. Und da waren wir eben oben und haben hier runter geguckt. Ne? Also hier sind ja die großen Fenster. Ja. Ganz schön zugewachsen natürlich, ne? Aber schon schick. Das ist auch eine Plastikblume, oder? Ja, muss ja. Wobei, ich weiß gar nicht, hier ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass sogar eine normale Pflanze hier überleben könnte. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und jetzt gucken wir noch hier in die Ecke. Ich frage mich, wo der ganze Sand herkommt. Ne? Das frage ich mich ehrlich gesagt. Da ist ja so viel Sand. Hier sind noch Pissoirs. Ja, ist alles nass. Ja, ist auch. Also das Bad ist ziemlich klein, aber ist auch nur eine kleine. Nein, die Rea ist eigentlich ziemlich groß. Also. Aber das Bad ist klein, ist ja auch kein Spaßbad oder so, ne?